Das war ja mega spannend, was uns Michael im letzten Video erklärt hat. Und jetzt wollen wir unbedingt auch in die Praxis gehen. Und deswegen jetzt Säure, Basen, praktisch. Hallo Michael. Michael, dies ist wieder bei mir zu Gast. Schön, dass du wieder da bist. Und ja, lass uns jetzt mal richtig in die Praxis gehen. Genau. Wir hatten ja jetzt dieses Ausgleichsprinzip besprochen. Ja. Und jetzt ist ja interessant zu erfahren, was ist denn jetzt eigentlich basisch? Wenn die Banane, die Tomate, die Kartoffel, das soll alles nicht mehr basisch sein, da brechen ja für viele ganze Welten zusammen. Ne? Du musst dir so vorstellen, viele fahren seit Jahrzehnten in Allgäu zum Basenfasten und da gab es immer nur Kartoffelsuppe. Und jetzt, oh Schreck, sag ich hier, die Kartoffel ist gar nicht basisch, sondern sie ist basenbildend. Ja, das ist traurig für viele, aber besser spät als nie, die Erkenntnis. Es gibt was ganz Klares, wo man erkennen kann, ob was basisch ist oder ob was eher sauer ist. Und zwar haben wir im Westen, also die Asiaten machen das ja eher durch Beobachtung, haben die Natur beobachtet. Der Westen ist eher verstandesorientiert, der schaut gerne ins Mikroskop, der forscht, ne, der findet Begrifflichkeiten, Tabellen und Richtlinien. Und das Interessante ist, am Ende kommen beide zusammen. Ja, weil man hat im Westen das Kalium-Natrium-System entdeckt, das K-Na, das war früher auch noch auf ganz vielen Lebensmittelpackungen drauf, heute nicht mehr, ich weiß nicht warum. Auf jeden Fall steht Kalium für die Säure, für die Säurenanteile und das Natrium, das Salzige, für die Basischen. Und wenn du jetzt weißt, wie viel Kalium und Natrium in einem Lebensmittel drin sind, dann kannst du auch definieren, wie hoch der pH-Wert ist. Mhm. Ja. Man sagt, 6 Anteile Kalium, 1 Anteil Natrium ist pH-Wert 7. Also neutral. Genau. Wir haben ja ein Blut, unser Blut ist leicht basisch. Wenn man unser Blut schmeckt, wenn man sich mal ritzt, schmeckt leicht sauer, leicht salzig. Na, das heißt, salzig ist immer basisch. 0,9% haben wir Salzgehalt im Blut. Und das heißt, leicht basisch, 7 ist neutral. Und wenn ich jetzt ein pH-Wert, also von Kalium 6 Anteile, Natrium 1 habe, dann habe ich pH-Wert 7. Jetzt kann ich das umrechnen. Was hat eine Kartoffel? Wie viel Kalium, wie viel Natrium hat das? Also eine Kartoffel liegt so bei 3.000, 4.000 Kalium und 1 Natrium. Oh. Genau. Oh. Und jetzt kommt der westliche Verstand und sagt wieder, Junge, iss viel Kartoffeln, da hat viel Kalium. Ja? Mhm. Merkst du was? Mhm. Was für ein Denken dahinter ist. Ja. Viel hilft viel. Ja. Nein, es geht um Balance. Da fehlt das Natrium. Und das Natrium machst du wiederum mit dem Salz beim Kochvorgang dazu. Das heißt, du packst ein Salz ins Wasser beim Salzkartoffeln. Und noch besser ist, du machst die Bratkartoffel. Ach, guck. Ja, weil du hast natürlich in Scheiben geschnitten mit Öl und dann machst du viele Kräuter und Gewürze dazu. Du machst Petersilie und Schnittlauch und Pfeffer und Oregano dazu. So, und dann bringst du die Basen mit zur Kartoffel. Das heißt, die Kartoffel bleibt immer noch sauber, aber du bringst etwas Yang, etwas Base mit dazu. Und somit ist die Bratkartoffel mit die schlauste Art, Kartoffel zu essen. Wenn ich sie so zubereite. Wenn du sie zubereitest, genau. Nee, so, wie du gesagt hast. Ja. Wenn ich sie anders zubereite, dann schon nicht mehr so, ne? Dann muss dein Körper mehr Ausgleich machen. Mhm. Das Prinzip ist immer, mach du den Ausgleich am Kochtopf, genau. Sonst macht es dein Kochtopf hier drin. Ja, deswegen hast du das auch gesagt mit dem Kochtopf. Ja, genau. Genau. Ja, ja, ja. Weil alles, was wir essen, wird hier drin gekocht. Auf Körpertemperatur. Ne? Und, aber nochmal zurück zu dem Natrium-Kalium-Verhältnis. Wenn du dieses Kalium-Natrium rausfinden kannst, wie hoch ist der Anteil Kalium, wie hoch ist der Anteil Natrium in einem Lebensmittel, dann weißt du auch ungefähr, wie hoch der pH-Wert ist. Es gibt äußere Kriterien, die man auch leicht nachvollziehen kann, wo man sieht, was kann basisch sein, was nicht. Was hat eher einen niedrigen pH-Wert, was einen höheren. Zum Beispiel, wenn was sehr schnell wächst. Spargel. Mhm. Wupp, ist der da. Das kann ein paar Tage sein. In dieser Zeit ist es gar nicht möglich, viel Mineralien reinzupacken. Der Spargel ist relativ weich, ja, und er wächst schnell. Zum Beispiel als Gegenpol Getreide, Wintergetreide, Gerste. Halbes bis dreiviertel Jahr wächst das. Und das Kalium sorgt für Ausdehnung. Je mehr Kalium, Kalium ist das Yin, das dehnt sich aus. Und das Yang, das zieht sich zusammen. Das ist wie ein Pulsschlag. Oder wie ein Ein- und Ausatmen, muss man sich vorstellen. Ja? Kalium, Natrium.
Ja, du atmest Sauerstoff ein, Sauerstoff ist basisch und das heißt CO2 atmest du aus, ist sauer. Ja? Und das heißt, du hast das Prinzip überall. Und wenn jetzt ein Lebensmittel viel Kalium hat, dann dehnt es sich schnell aus. Und wenn es viel Natrium hat, dann bleibt es eher dicht. Und wenn du jetzt ein Reiskorn anguckst oder ein Gerstenkorn, dann siehst du dennoch, obwohl es 6 bis 8 Monate gereift ist, hat es sich kaum ausgedehnt. Es ist verdichtete Energie, Energie auf kleinem Raum. Und das heißt, die Mineralstoffdichte, die Energiedichte ist sehr, sehr hoch. Und das ist ein Zeichen für einen hohen pH-Wert. Ja? Das heißt, wenn was sehr klein, kompakt ist und noch dazu lange gereift ist, ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass es einen hohen pH-Wert hat. Das heißt, zwischen 6 und 7. Also bei Getreide. Also basisch ist. Es wird deswegen nicht basisch. Basisch wäre es nur, wenn es über 7 drüber wäre. Ach so. Ja? Mhm. Und drunter ist alles, unterm Strich ist alles sauer. Mhm. Aber es geht darum nicht, dass alles basisch sein muss, sondern dass es schwach, dass es nur schwach sauer ist. Ja? Mhm. Wenn wir bei pH-Wert 5 essen, ist alles tutu bene. Ja? Das heißt, es muss nicht basisch sein. So, jetzt haben wir, jetzt können wir das ganz schön verfolgen. Wir haben das Getreide hier oben, pH-Wert 6 bis 7 sogar, Energie auf kleinem Raum, verdichtet. Und dann gehen wir eine Stufe runter und dann haben wir Hülsenfrüchte. Wir haben die Erbsen, Linsen, Bohnen. Klein, fest, lange gereift. pH-Wert gut, pH-Wert bei 5 bis 6. Gehen wir eine Stufe tiefer, sind wir bei den Wurzelgemüsen. Ne, zum Beispiel Rettich, Kürbis, Karotten. Schon viel mehr Kalium. Ne? Viel mehr Zucker drin, viel mehr Kalium, viel mehr Ausdehnung, aber immer noch fest. Dann gehen wir eine Stufe tiefer, da haben wir das grüne Gemüse, wie Kohl, wie Brokkoli, wie Zucchini. Das heißt, es wird weicher jetzt, es dehnt sich noch mehr aus, Salat. Ja, es wird immer labberiger, es wird weich. Das heißt, da fehlt dann Struktur und Struktur ist immer das Yang, das Natrium. Und dann siehst du, wie es immer softer wird. Dann kommt das Obst und am Ende kommen die Nachtschattengewächse. Na, die haben fast nur Kalium. Die können auch fest sein, Kartoffeln sind ja fest, aber jetzt leg mal, gutes Beispiel, leg mal auf den Tisch einen Reiskorn und einen Apfel. Wer hält es länger aus? Von den beiden? Ja. Na, der Reiskorn. Ganz klar. Ne? Was passiert? Sauerstoff ist basisch, reagiert mit dem sauren Apfel. Ne, Yin und Yang ziehen sich an, das Kalium im Apfel reagiert mit dem Sauerstoff in der Luft, beim Reis passiert nichts. Weil Natrium, stabil, konserviert. Ja. Das heißt, wenn du Reis isst, dann bist du stabil, es bietet Struktur, also du isst quasi Struktur und es bietet dir auch eine mentale Ruhe. Guck dir die Japaner an, wie sind die? Klein und kompakt. Ja, wie der Reiskorn. Ja, exakt. Ist ja spannend, ja. Und jetzt guck dir die Chinesen waren früher genauso. Guck dir eine Auswandererfamilie an, die ist jetzt rüber an die Westküste gezogen, USA. Nach einer Generation schießen die in die Höhe. Mhm. Weil die sich ganz anders ernähren. Nee, wegen dem Klima. Natürlich nicht. Nee, weil die Basketball spielen, dann wird man automatisch groß. Ja, nein. Ist der Wunschtraum. Ja. Nee, Milchprodukte, ja, Fleisch, genau. Ja. Ausdehnung, Kalium, Wachstum. Ja. So ist das. Ist interessant. Ja. Und das ist dieses Prinzip. Ja. Und viele glauben ja auch, falsche Vorstellung von Kraft, wenn man jetzt einen Masseberg sieht, ne, so ein Bodybuilder, dann denkt man, oh, kräftiger Kerl. Aber das ist eine andere Kraft als jemand, der im Balance ist. Ne? Mhm. Zähigkeit, Ausdauer. Ja, das ist ja nur eine isolierte Kraft. Das sind Übungen, die finden in einem bestimmten Bewegungsfenster statt. Darüber hinaus hat das nichts mit Ausdauer groß zu tun. Nee. Ja, es ist eine ästhetische Ausdehnung, aber sonst nichts. Ja. Mhm. Aber jemand wie Bruce Lee zum Beispiel, der Kung Fu betrieben hat, der war sehr dünn, aber sehr dynamisch und drahtig und das ist eine ganz andere Kraft. Ja. Also One in Punch, ne? Zentimeter vom Gesicht und so eine Schlagkraft zu entwickeln, so eine Dynamik, aber auch das Weichsein im Kung Fu ist eine Symbolik dafür, das zurückweichen können und dann wieder vorgehen zu können und nicht wie ein starrer Block daherzuschreiten und das ist ebenfalls Symbolik, Ausdruck von Yin und Yang. Ne? Man muss nicht nur vorgehen, man kann auch zurückweichen. Ne? Treffen die gegnerischen Heere aufeinander, siegt stets der Zurückweichende, heißt es. Ne? Das ist interessant, ja. So, und das ist dieses
Prinzip von Ausdehnung und Zusammenziehen, das wir in den Lebensmitteln, in der Natur finden, da kann man wunderbar schön sehen, anhand von Optik, ob was eher sauer oder eher basisch ist. Ja. Und dann kann ich das ja dann kombinieren, wenn ich jetzt esse. Genau. Also was passt zum Beispiel zum zusammengezogenen Reis am besten? Reis ist als Grundlage sowieso erstmal gut. Vorausgesetzt ist es natürlich ein unbelasteter Reis. Nicht der Onkel Benz Reis, sondern ein Naturreis. Ich gehe mal von einem Bio-Reis, schwarzer Reis, Rundkorn, oder keine Ahnung, also mit Schale und alles drum. Mit Schale und alles drum und dran, genau. Du kannst natürlich auch hier, inzwischen gibt es ja den, in Norditalien auch einen tollen Reis, Kalaspara-Reis, der kommt sogar aus Europa, den muss man nicht importieren. Ah. Wunderbare Qualität. Ja, oder man isst halt bei uns Gerste, man isst unsere europäischen Urweizensorten. Ne, der Weizen ist ja hin, der ist leider von der Agrarpharma verschlimmbessert. Ne? Ja. Da kommt die ganze Glutenproblematik ja her. Deshalb sage ich, Leute, esst lieber Emmer, Einkorn, Dinkel oder Kamut. Da gibt es auch Pasta von, ist wunderbar. Die kann man gut essen. Also es muss nicht der Reis sein. Ne? Es gibt auch Hirse, die ist ganz großartig, die ist sehr klein und sehr dicht. Ne? Mhm. Das Äquivalent dazu ist in Mittelamerika der Amaranth zum Beispiel, ne? Das Inka-Korn. So. Klein und dicht, immer gut. Okay, den haben wir. Das hast du schon mal Getreide. So. Und dann brauchst du Chlorophyll, das heißt grünes Gemüse zum Beispiel. Je nach Jahreszeit. Du brauchst ein Eiweiß dazu auf dem Teller. Das heißt, Linsen, Bohnen, Erbsen, Fisch, Fleisch oder Tempeh, Tofu, was auch immer, je nachdem, was jemand mag. Und dann brauchst du ein paar Wurzeln auf dem Teller. Ne? Also Süßkartoffeln oder Karotten. Ja, Kürbis. Je nach Jahreszeit wieder dann rote Beete. Packst du ein paar Wurzeln drauf und schon hast du aus den verschiedenen Sorten was zusammengebaut. Dann gehen wir schon in Richtung fünf Elemente. Das will ich jetzt aber an der Stelle noch nicht machen. Das ist noch ein Schritt zuvor. Ich will noch mal kurz zurückkommen auf Ausdehnung. Kalium, Natrium. Es gibt nämlich wie immer bei jeder Regel auch eine Ausnahme. Ja. Zum Beispiel haben wir heute Morgen drüber gesprochen, Nüsse. Ja, genau. Nüsse sind ja auch klein und fest. Ja. Ja, aber sie sind sehr eiweißintensiv und sehr fettintensiv. Mhm. Und Eiweiß hat immer erstmal einen niedrigen pH-Wert. Ja, so wie Tofu und Tempeh. Aber Nüsse bilden die Ausnahme, sind eher sauer. Das heißt, viele Vegetarier und Veganer essen dann gerne mal viele Nüsse, so wie du es auch machst. Und das Problem bei Nüssen ist einfach, wenn sie geschält sind, reagieren sie sehr schnell mit Sauerstoff. Und dann entstehen die transgenen Fettsäuren und das belastet wiederum die Leber. Mhm. Ja, deshalb, wenn man Nüsse isst, am besten nur schälen und dann direkt essen. Das geht bei Walnüssen gut, das geht bei Erdnüssen gut. Ansonsten Cashews gibt es nur mit ohne Schale. Mit ohne Schale, ja genau. Und bei Mandeln glaube ich auch. Und ja, deshalb bei Nüssen muss man aufpassen ein bisschen. Ich mag sie auch, klar. Am besten ist es Nussmus zu essen, in dem Fall. Mhm. Ja, weil dann ist es schon verarbeitet, ist direkt zum Mus. Und dann hast du das Problem mit den transgenen Fettsäuren nicht. Ja. Aber sind die nicht trotzdem da drin? Weil die Nüsse ja vor der Verarbeitung mit Sauerstoff in Verbindung kamen. Das kommt auf das Produktionsverfahren drauf an. Ne? Genau. Wenn das natürlich gut gewährleistet ist, dann da bin ich guter Hoffnung bei den Bioprodukten. Ja. 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 Dass darauf geachtet wird bei der Herstellung. Wäre schön zumindest. Ja. Ja. Das war Praxis. Säure, Basen. Kalium, Natrium, Ausdehnung, zusammenziehen. Das ist diese Symbolik von Yin und Yang plus minus findet einfach überall in dieser polaren Welt seinen Ausdruck. Da kommst du nicht drum rum. Ja, und das ist ja das Schöne, das, was ich eingangs meinte. Wir können es überall sehen, wenn wir es wissen. Und dann können wir aus beiden nutzen, das, was wir brauchen. Mhm. Ja. Und im Kochtopf genauso wie mental. Definitiv. Ja. Auch der Ausgleich. Ja. Danke, dass du dabei warst. Du siehst, wir schnacken hier einfach und lassen dich daran teilhaben. Säure-Basen-Haushalt. Praktisch. Ja, wir sehen uns im nächsten Video. Mach's gut und bis dahin. Alles Liebe.